Moin, liebe Boxfreunde. Ja, ich hoffe, ihr habt die Boxnacht aus Las Vegas gut überstanden. Menschenskinders, das war ja ein unglaubliches Ereignis und da habe ich ja mal komplett daneben gelegen mit meiner Prognose. Ich hatte das ganze Jahr darauf gestützt, dass Fury ja, mit neuem Stil in den Kampf geht, also offensiv auf Knockout und mit höherem Gewicht als in den vorigen Kämpfen, hatte dann dementsprechend prognostiziert, dass Wilder irgendwann in den mittleren Runden einen schweren Knockout erzielen würde in diesem Kampf. Und ja, das ist nicht eingetreten. Was für eine Leistung von Tyson Fury, muss man wirklich sagen. Ich hatte auch große Befürchtungen, was ihn angeht, als ich dann ihn auf der beim Wiegen gesehen habe, da hat er ja nicht das Shirt anbehalten, hat er ja, um seinen Körper nicht zu zeigen. Da gab es aber Aufnahmen, wie er sich im Hintergrund kurz umgezogen hat und wo dann auch der Bauch ordentlich, sagen wir mal, emporstieg sozusagen. Also er war schon rein optisch nicht in der besten Verfassung seiner Karriere, aber es hat ihm hier überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, er konnte diese Kilos wunderbar einsetzen. Von Beginn an hat er tatsächlich gesagt, was er im Vorfeld immer angeteased hatte. Er ist nach vorne gegangen, er hat Wilder komplett unter Druck gesetzt, also ganz konsequent unter Druck gesetzt, mit vielen Händen bearbeitet, auch zum Körper, und Wilder hatte im Prinzip kein Rezept. Nun war es so, dass ja nicht nur Fury im Vergleich zum ersten Kampf deutlich schwerer war, sondern auch Deontay Wilder. Fury lag ja bei über 120 Kilo, 123 ungefähr. Während Wilder auch 8 Kilo schwerer, glaube ich, war als im ersten Kampf. Höchstes Gewicht seiner Karriere. Und das muss man sagen, bei allem Lob für Fury, hat man hier auch gesehen. Für mich wirkte Wilder ein Stück weit langsamer als in vorherigen Kämpfen. Ja, diese Explosivität, auch in seinen Bewegungen und so weiter, die war nicht da. So, hat wahrscheinlich darauf spekuliert, mit dem zusätzlichen Gewicht noch das extra bisschen Schlagkraft zu haben. Aber ich glaube, da hat man sich ein bisschen verpokert mit. Er war viel fester, viel unbeweglicher, wie gesagt, hat nicht diese Spritzigkeit gehabt. Und das hat Tyson Fury gnadenlos bestraft, ist konsequent nach vorne marschiert, hat die Führhand genutzt, hat ihn immer wieder dort getroffen, auch mit im Infight hat er viel gewühlt. Ja, also wenn er ein, zwei Treffer gelandet hat gegen Wilder und der hat geklammert, hat Fury das gemacht, was auch dann legitim ist, wenn der Gegner klammert. Er hat sich dann auch mal ein bisschen im Infight ein bisschen Respekt verschafft, ein bisschen aufgelehnt, hat sofort Stück für Stück die sozusagen Energie aus Wilders Körper herausgezogen. Ja, und dann kam die dritte Runde, die war dann extrem verheerend. Dort hat sich Wilder ein bisschen ungünstig weggedreht am Seil und hat dann die rechte aufs Ohr bekommen. Aufs linke Ohr, glaube ich, war das. Von Tyson Fury. Und das hatte dann einen großen Impact. Hat geblutet aus dem Ohr. Man kann davon ausgehen, dass das Trommelfell in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und ja, dementsprechend, dass der Gleichgewichtssinn von Wilder nicht mehr so wunderbar funktioniert hat. Das war der Knockdown, der erste Knockdown, glaube ich, 10 Jahren oder so, den Wilder erlitten hat. Er war ja schon mal einmal früh in seiner Karriere am Boden gegen den Journeyman Harold Scornias. Zusatzinfo, ich glaube, es gibt kein Bildmaterial mehr, zumindest kein Bewegtbildmaterial mehr von diesem Kampf. Das hat das Team von Wilder gekonnt aus dem Internet löschen lassen. Und ja, er war dann am Boden und ja, danach waren die Beine weg und von da an war es dann endgültig vorbei eigentlich schon, weil Fury hat ihn weiter unter Druck gesetzt, ist marschiert, mit der Linken immer wieder getroffen, auch die Rechte drin. Und das Bemerkenswerte war natürlich dann, dass Wilder es überhaupt so weit geschafft hat. Er ist zwar nochmal am Boden gegangen, ich weiß jetzt nicht genau, welche Runde das war, vierte oder fünfte oder sechste, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er muss den Kampf dann noch ein zweites Mal sehen, aber er war dann wieder am Boden. Das war, glaube ich, sogar ein Körpertreffer letztendlich, der ihn da runtergeschickt hat. Ein schöner linker Haken von Tyson Fury, der ja den so abgeschlossen hat vor einer Kombination zum Kopf. Also sehr gutes Boxen.
Und auch bei allem Lob nochmal für Fury, sicherlich gab es auch noch ein paar Punkte, die hätte besser machen können. Er war mir dann so ein bisschen zu sloppy, wie man sagt, ne? Also er ist ein bisschen zu sehr wild reingegangen und hat vergessen, sich so ein bisschen Raum zu geben, um Wilder letztlich dann noch besser zu treffen. Er hat ja zum Schluss auch noch ein paar Gerade gebracht, die hätte er vielleicht früher bringen müssen, also ein bisschen mit der Führhand arbeiten und dann wirklich die Rechte gerade durchschlagen. Bei Wilder wurde halt offensichtlich, neben auch, was ich angesprochen hatte, diesem zusätzlichen Gewicht, er hat einfach nicht die Basics, die andere Boxer haben. Also da mangelt es einfach. Ja? Und das kann man natürlich gegen jemanden wie Ortiz zum Beispiel, da kann man das verschmerzen, weil Ortiz ist natürlich auch deutlich kleiner. Ja? Oder ein Spilka oder wie auch immer. Die sind natürlich nochmal 10, 12 Zentimeter kleiner als ein Wilder. Aber wenn du einen Mann wie Fury über 2 Meter hast mit so einer Reichweite, da kannst du dich einfach nicht gerade zurücklehnen mit dem Kinn in der Luft und so weiter. Und dann frisst du halt solche Treffer. Seine Rechte hat er ein paar Mal drin gehabt, das muss man ihm lassen. Aber Fury hat das so gemacht, dass er dann immer einen Schritt rausgegangen ist, sich ein bisschen weggedreht hat, sodass er da die Wirkung aus diesen Treffern halt ein Stück weit herausnehmen konnte. Er war auch zudem immer, das ist ein Lobenswert, immer in einer Distanz, wo Wilder seine Rechte einfach nicht unterbringen konnte. Wilder braucht so eine gewisse Distanz, wo er genau sich wohlfühlt, wo er auch den Jab vorher einmal schlagen kann, um dann die Rechte zu bringen. Diese Möglichkeiten hat er aber in der Form kaum und dementsprechend hat Fury ihn hier neutralisiert. Und dann letztendlich in der 7. Runde, nachdem Wilder schon vorher unglaublich viele Treffer hat schlucken müssen, kam dann endlich das Ende. Fury hat ihn in der Ringecke mit dem einen oder anderen Schlag, auch einer schönen rechten durch die Deckung durch, festgenagelt. Und dann kam das Handtuch aus der Ecke von Deontay Wilder. Mark Breland, einer der Trainer von Wilder, hat das Handtuch geworfen. Lustigerweise, also Wilder war natürlich unzufrieden damit, der wollte halt weiter kämpfen, ist auch verständlich als Boxer, dass man nicht aufgeben möchte. Lustigerweise hat der andere Trainer von Deontay Wilder, Jay Diaz, dann auf der Pressekonferenz im Anschluss gesagt, dass er nicht einverstanden war mit der Entscheidung von Mark Brillen und dass Deontay Wilder doch weiter hätte kämpfen können, weil er hatte ja noch so eine Puncher's Chance in dem Kampf, also er hätte ja nochmal seine Rechte unterbringen können und dann wäre der Kampf vielleicht anders nochmal ausgegangen. Da muss ich wirklich sagen, absolut verantwortungslos, was dieser Mann sagt. Und dürfen wir uns im Boxsport auch nicht wundern, wenn solche Trainer in den Ringecken sind, dass Todesfälle oder schwere Verletzungen häufig vorkommen oder zu häufig vorkommen. Wirklich ganz furchtbare Aussagen. Ungeachtet davon, dass man da vielleicht auch ein bisschen unter Adrenalin steht. Wer Trainer ist von einem Boxer, muss da, was solche Sachen angeht, einfach kühlen Kopf bewahren und rational auch denken. Fury hat einiges bewiesen. Er hat natürlich hier wieder mal eine neue Facette von sich gezeigt, dass er halt auch jetzt mit Jovan Sugar Hill in der Ecke und der Arbeit im Kronk Gym, dass er sein boxerisches Repertoire noch weiter ausbauen kann. Und ja, das macht ihn nur noch besser. Und ja, das ist etwas, was Tyson Fury nochmal abhebt von vielen anderen Boxern. Ich möchte jetzt nicht zum Beispiel, also Wladimir Klitschko zum Beispiel, möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Er hat eine großartige Karriere gehabt. Da war aber vor allem bewundernswert, dass er unglaublich konstant war, ne? Dass er immer in Shape geblieben ist, dass er wahnsinnig viele Titelverteidigungen gemacht hat. Aber Wladimir Klitschko hat nie so ein Ring-IQ, so eine Anpassungsfähigkeit bewiesen, ja? Sich auf wirklich, wirklich deutlich auch mal den Stil umzustellen oder so, sondern er war ein großer, toller Athlet, super boxerisch ausgebildet, harter Puncher. Aber diese Extraklasse, die Fury zeigt, sozusagen in einen Kampf zu gehen und eine Taktik anzuwenden, die sozusagen 180 Grad dem entgegensteht, was er im ersten Kampf gezeigt hat, wo er sich ja hauptsächlich bewegt hat und auch darauf aus war, Wilder auszupunkten, das macht einen Kämpfer einfach
nochmal zu einem speziellen. Das heißt nicht, dass Klitschko vielleicht doch irgendwie in der All-Time-Liste über Fury stehen würde. Wir wissen ja nicht, wie die Karriere des Briten noch weitergeht. Trotz alledem ist das eine Fähigkeit, die Fury wirklich in eine Liga mit einem Lennox Lewis zum Beispiel bringen kann. Ja? Lewis kennen wir auch, der hat sowohl Kämpfe bestritten wie gegen David Tua, wo er auch ein bisschen taktischer geboxt hat, wo er auch schmutzige Taktiken angewandt hat, als aber auch mal wie gegen Andrew Golota, ja, einfach mal nach vorne zu gehen, weil er wahrscheinlich wusste, dass der ist ein bisschen mental labil, den muss ich sofort unter Druck setzen und hat ihn in der ersten Runde ausgenockt. Ja, oder gegen Vitali Klitschko, wo er ja auch am Ende seiner Karriere war, in den Anfangsrunden mit diesem langen Mann aus der Ukraine Schwierigkeiten hatte, dann aber wieder zurückgekommen ist und in den Infight gegangen ist, gewühlt hat, mit Aufwärtshaken Vitali zugesetzt hat, sodass der, ja, die diese Cuts davon getragen hat, die den Kampf gestoppt haben. So, das macht einen Special Fighter aus und dass diese Fähigkeit hat auch Tyson Fury. Man wird halt nur sehen, er muss natürlich jetzt, um auch in einem Atemzug mit solchen Namen genannt zu werden, muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen. Also es reichen nicht diese zwei Siege jetzt aus gegen Klitschko und jetzt auch gegen Wilder, um ihn da ganz oben zu sehen. Was Wilder betrifft, wird man sehen, wie er damit umgeht. Was mir aufgefallen ist, dass er direkt im Interview gesagt hat, dass er eine Beinverletzung oder so gehabt hätte. Ne? Hat dann aber natürlich in einer Antwort sozusagen gesagt auch, dass er, aber no excuses, also keine Ausreden. Ja, gut, dann muss es aber auch nicht erwähnen, dass du ein verletztes Bein hast. Ja, bei mir ist es halt so, der hat, glaube ich, ja, einen absoluten Höhenflug in den letzten Monaten und Jahren gehabt und hat sich vielleicht auch ein Stück weit für unschlagbar gehalten. Ja, und das war ja auch ein Stück weit seine Stärke, ne? Also dieses unglaubliche Selbstbewusstsein in Kämpfe zu gehen, mit dem Wissen, ich muss nur einmal durchkommen. Ne? Ich muss nur einmal durchkommen und dann ist der Kampf vorbei. So. Aber das ist immer so eine feine Linie. Und wenn man dann zu sehr sicher ist, dann wird man auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich glaube, da ist noch eine gewisse kognitive Dissonanz, wie man so schön sagt, bei Wilder. Der hat das noch nicht so richtig realisiert oder möchte es noch nicht realisieren, dass er hier böse auf die Mappe bekommen hat. Hat das ein bisschen auf seine Ecke geschoben, dass die ihn doch nicht hätten rausnehmen sollen. Und dann, wie gesagt, Beinverletzung. Naja. Wird man sehen, ob ihn das mental wirklich zugesetzt hat. Ne? Er hat, wie gesagt, großes Ego. Das kann dann wirklich auch so einen Effekt haben, dass das einen bricht, dass er dann nie wieder derselbe ist. Oder er beweist, dass er wirklich top ist, ein wahrer Champion ist, verbessert sich, wechselt vielleicht auch mal das Camp. Wer weiß, holt sich neue Ideen, geht vielleicht auch wieder mit dem Gewicht runter, macht Anpassungen und wird wieder Weltmeister. Das muss er jetzt beweisen. Ansonsten wird man immer sagen über Wilder, ja, der hat viele Gegner geboxt, die auch, naja, eher zweite, dritte Reihe waren. Manche waren vielleicht auch über den Zenit. So ein Ortiz war vielleicht auch schon, ne, relativ alt. Fury im ersten Kampf war angeschlagen, war noch nicht in der Topform, ne, nach dieser langen Auszeit. Und jetzt hat er mal einen Gegner geboxt, der wirklich ein Topmann, der wirklich in Topform auch war und einen richtigen guten Gameplan hatte, die Energie hatte. Und dann sah das schon relativ übel aus für ihn. Ja, für die Zukunft, für Fury, ein Kampf eventuell gegen AJ, ne, weil der hat ja erstmal jetzt noch 30 Tage Zeit, die Rückkampfklausel zu ziehen. Wenn es nicht dazu kommen könnte, dann wird es wohl auf, ja, Tyson Fury gegen Anthony Joshua im Sommer oder wann auch immer hinauslaufen. Das wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der größte Kampf in der britischen Boxgeschichte. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich hoffe nur, dass wenn der Kampf tatsächlich kommen sollte, dass man den dann auch in Wembley in London macht oder wo auch immer, in einem Riesenstadion und nicht, wie das teilweise jetzt von Eddie Hearn kolportiert wurde, in Saudi-Arabien. Das wäre wirklich tragisch, würde ich fast sagen. Auch wenn natürlich, klar, gut, in Saudi-Arabien ist das Geld vorhanden, aber ich hoffe einfach, dass man das irgendwie regeln kann, vielleicht mit einem Investor in England, dass der Geld dazu schießt, dass man den beiden genug Geld gibt, damit man den Kampf in England macht, weil das wäre enorm wichtig und ein großes Zeichen. Was den Kampf angeht, natürlich werden jetzt viele sagen, nach der Leistung Fury, ach, der zerstört den AJ sowieso.
Den wird er zum Frühstück verspeisen. Da würde ich dann auch nochmal vorsichtig sein, und weil Joshua bei all seinen Schwächen, die er auch fraglos hat, auch Sachen mitbringt, die Wilder nicht mitbringt. Also Joshua ist wesentlich besser ausgebildet boxerisch als ein Fury. Der macht diese Basic-Fehler nicht, ja, mit hängenden Armen und so weiter, zurückzuweichen und so weiter. Der wird die Hände oben haben. Der ist auch ein besserer Konterboxer. Das ist einfach technisch eine ganz andere Liga nochmal, hat auch einen guten Punch, also das ist ein anderer Kampf, den muss man dann individuell besprechen, das kann man dann an anderer Stelle tun. Bis dahin erstmal, ja, krasse Leistung von Tyson Fury, bin glücklich, dass er es geschafft hat und hoffe, dass wir dann noch weitere große Kämpfe mit ihm als Champion dann in nächster Zeit sehen werden. Bis dahin, kommt gut ins Bett, wie auch immer, oder was auch immer ihr noch tun wollt. Wir sehen uns dann und hören uns demnächst schon wieder. Abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert und bis dann. Tschüss.